Liebe Online-Zuschauerinnen und Zuschauer, Best of Swiss Gastro bewegt heute nicht aus der gewohnten Studioumgebung. Wir berichten direkt aus der Hiltl Kochakademie und das aus sehr gutem Grund. Herzlich willkommen zu unserer Spezialsendung. Bewertet. Wenn die Fachjury des Best of Swiss Gastro am Jurytag die Köpfe zusammenstreckt. Beurteilt, wenn der Ex-Hotelier und Kolumnist Adrian Stalder im Expertentalk einen Blick in die Kristallkugel wagt. Besonders, wenn die Wissenschaft in der Küche Einzug hält. Alle Jahre wieder im Mai nach dem Bewerbungsende für den Best of Swiss Gastro Award das ähnliche Prozedere. Die Jury hochkonzentriert, wo die eingereichten Unterlagen studiert und prüft. Wie jedes Jahr hat es auch in diesem Jahr ein paar neue Gesichter. Es gibt viel zu tun für die 37 Mitglieder der Fachjury des Best of. Das Prüfen der rund 175 eingereichten Dossiers nimmt Zeit in Anspruch. Die Fachjury, zusammengesetzt aus alten, jung gebliebenen Hasen und Rookies. Ich finde die Initiative, so einen Preis zu machen für die Schweiz, außerordentlich wichtig und ganz interessant. Es zeigt, wie breit gefächert die Gastronomie in der Schweiz ist. Es zeigt, wie viele super tolle Konzepte es hat. Es zeigt aber auch, wie viel sich doch einige überschätzen. Und das ist total spannend zu sehen. Nicht zu übersehen und ebenfalls zum ersten Mal dabei. Metta Hiltebrand, die Fernsehköchin, kennt den Best of Swiss Gastro Award aus eigener Erfahrung. Als Gastgeberin hat sie in der Vergangenheit beim Award erfolgreich mitgemacht und Gastrokonzepte eingereicht. Mit ihrem Input bereichert sie die Meinung der Fachjury. Was hat sie generell bewogen zum Mitmachen? Also das eine ist natürlich die Anfrage, dass man mich gefragt hat. Und die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, weil ich gefunden habe, wenn man mal vorne mitgemacht hat, sollte man vielleicht auch mal hinter die Kulissen schauen. Und das ist der ideale Moment. Und zu den Gastgrössen dazuzugehören und gleichzeitig natürlich mitzubewerten, ist schon auch ein Kompliment. Was macht mehr Spass? Ja, also am allerliebsten koche ich nach wie vor kochen und mache eigentlich gerne mein eigenes Zeug und konzentriere mich mehr auf mich als auf das, was andere machen. Aber an einem Tag wie heute leitet man ab, was man macht und orientiert sich ein bisschen neu. Am selben Tisch wie Metta Hiltebrand sitzen Peter Kern und René Schudel. Letzterer ist in der Zwischenzeit zum Best of Swiss Gastro-Experten avanciert. Mit seinem Restaurant Binakus gewann René Schudel den Best of Swiss Gastro in der Kategorie Trend. Seit 6 Jahren sitzt er mit in der Fachjury. Ja, natürlich hat es mich stolz gemacht, wenn du angefragt wirst. Zuerst gewinnst du einen Preis und dann darfst du die Jury und der kann mit jurieren. Das ist das eine. Und das andere ist halt sehr interessant, wirklich so die Best-of-Gastro-Geschichte jedes Jahr wieder. Du tust die Augen auf, du siehst, so ein bisschen, was auf dem Screen ist, du siehst, so ein bisschen, was der Gastro-Approach ist in der Schweiz. Und das ist sehr wichtig. Also für mich ist das einerseits so jurieren und andererseits so ein bisschen Weiterbildung. Zu den Jurymitgliedern der ersten Stunde gehört Ivo Adam. Auch er weiß Bescheid, wenn es um den Best-of geht. Als Gastronom, wie eben auch als Experte, der für die Beurteilung der Konzepte mitverantwortlich ist. Ja, in der Jury siehst du natürlich enorme Tiefe. Also du siehst, was für Betriebe gibt es, wie fühlen sie sich, in welcher Kategorie möchten sie gerne bewertet werden. Und da gibt es natürlich von A bis Z. Also gibt es von super gut bis absolut grottenschlecht. Aber das macht es auch aus, oder? Und dann musst du ein Gespür haben, wo passen die her, warum wollen die, was wollen die, was wollen die uns sagen. Und das Ganze ein bisschen erleuchten mit den richtigen Leuten am Tisch, das macht Spass und ist auch immer eine Weiterbildung auf alle Fälle. Bei einem Raum voller Gastro-Experten herrscht nicht immer Einigkeit. Soll es auch nicht, denn unabhängig der Kategorie, die bewertet wird. Jeder hat seine eigenen Präferenzen, worauf er oder sie sein Augenmerk richtet. Also mir ist eigentlich besonders wichtig, dass die Sachen stimmig sind. Also oftmals hat man
eine tolle Speisekarte und eigentlich ein Konzept, das dann im Raum nicht erkennbar ist. Also wie man ist beim Mexikaner und man merkt drin nichts von Mexiko, sondern mehr, man fühlt sich so ein bisschen in einem Bistro von Frankreich. Oder man ist beim Chinesen und es sieht ein aus wie ein Migros-Restaurant. Das sind so die Sachen, die ich finde, es passt nicht zusammen. Ja, also ich schaue sicher mal die Speisekartenstruktur anschauen. Eben, was hat es wirklich für eine Food-Approach drin, im Sinne von wirklich, was ist heute so ein bisschen zeitgemäss. Also ist ja in der Speisekarte sehr gute DNA von einem Restaurant zu sehen, woher das es treibt. Persönlich schauen zum Beispiel eine Speisekarte an, die präsentiert wird, und hat es da Gerichte, die mich ansprechen. Sie dürfen für mich nicht zu kompliziert sein, nicht zu farfetched, also nicht zu weit hergeholt, sondern es muss eine Emotion auslösen. Das ist ganz, ganz wichtig, und wenn das schon mal gegeben ist, dann schaue ich tiefer und dann kommt so ein Lokal bei mir in die Grenze. Für mich ist wichtig, was willst du mir sagen? Warum soll ich zu dir kommen? Und wenn ich die Seite anschaue und es spricht mich an und ich will gehen, dann ist es ein Gewinner. Wer tatsächlich ein Gewinner ist, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Nominierten für den Best of Swiss Gastro Award 2016. Zu den langjährigen Jurymitgliedern vom Best of Swiss Gastro Award gehörte Adrian Stalder. Sinneszeichen, Ex-Hotelier, Kolumnist und Buchautor. Stalders 50 Kolumnen aus der Hotelwelt, so heißt sein Erstlingswerk. Der Andreas Krummes unterhaltet sich mit ihm über die mögliche Zukunft der Schweizer Gastronomie-Szene. Adrian, wie man in den Schweizer Medien lesen konnte, ist anscheinend die Schweizer Gastronomie am Ende. Nur Idioten öffnen eine Beiz, heißt es. Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe den Artikel von Christian Gehrig mit grossem Interesse gelesen. Er bringt es extrem auf den Punkt und er hat natürlich ganz, ganz vielen Hinsichten recht. Was ich auch gut finde, dass er auch den Kritikpunkt ein bisschen auf Gäste lenkt. Was vielleicht ein bisschen vergessen geht, ist, dass halt erfolgreiche Gastronomie eine gewisse Grösse braucht. Und die Betriebe, die er anspricht, sind natürlich sehr oft unter der Umsatzschwelle, die es braucht, um zu überleben. Das leitet mich gleich zur nächsten Frage weiter. Es gibt ja viele Betriebe in der Schweiz. Man redet von 22.000 Betrieben. Die Zahlen sagen, dass 65% davon rot sind. Woran liegt das? Ja, wahrscheinlich auch an der Menge, am Volumen. Also wenn der Dani Eckli hat vor Jahren schon gesagt, wenn die ganze Schweiz noch jemanden auf die Chance nimmt, kann man gleichzeitig ihre Beize in der Schweiz abhocken. Also es gibt eigentlich viel zu viele Stühle. Man sollte schon lange mal ein paar Stühle rausnehmen, respektive die Beize zugehen, die halt keine Berechtigung haben oder keine Grösse mehr haben, zum Überleben. Liegt denn das dann nur an der Grösse oder was machen die 35% Erfolgreichen richtig? Ja, es ist so ein berühmter Cocktail, der mit ganz vielen Sachen zu tun hat. Und das ist einerseits die richtige Grösse, aber auch die starke Vision, die Idee, die Erkennbarkeit von einem Konzept. Wir haben ja heute wieder gesehen mit den Betrieben, die man angeschaut hat, dass nicht immer klar ist, was ist man überhaupt und wie will man sich unterscheiden von anderen. Und dann braucht es wahnsinnig viel Leidenschaft, es braucht viel Freude, Empathie. Ist man bereit, das so zu haben? Oder will man nur den Bauch füllen oder will man Menschen glücklich machen? Das sind manchmal halt Leute, die das aus dem Bauch heraus sehr gut machen und andere verpassen es halt und denken vor allem halt rational denken und das funktioniert nicht in der Gastronomie. Ein gutes Konzept, der richtige Standort und viel Herzblut ist ja das eine, aber oft ist ja auch das nötige Kapital ein wichtiger Faktor. Wer finanziert heute noch Gastronomie? Sind das die reichen Quereinsteiger, Weinhändler, wo inzwischen in diese Bresche sprengen, oder Crowdfunding-Plattformen, sind das die neue Zukunft? Ja, früher waren es Brauereien, offenbar sind die jetzt abgelöst worden durch andere. Ganz sicher ist, dass es viel Kapital braucht, weil der grösste Kostentreiber, das sind die Löhne. Wir haben rund 44% vom Umsatz gehen in den Lohnsack. Also es ist schon immer ihre Vorarbeit, ihre Aufbauarbeit, ihre Voröffnung kostet einen Haufen Geld. Es braucht unheimlich Kapital. Und da reicht halt etwa mal der Bezug von der dritten Säule nicht. Also es braucht Geld. Ich finde, dass Crowdfunding ein guter Gedanke. Vielleicht gibt es auch noch andere Formen. Aber es ist sehr, sehr kapitalintensiv. Und die Marge ist wahnsinnig klein. Das muss man sich bewusst sein, bevor man auf das Abenteuer Gastronomie losgeht.
Das ist eigentlich die Überleitung auf meine nächste Frage. Was würdest du jemand raten, der in dieser Branche jetzt Fuß fassen möchte? Also sich sicher zuerst mal mit dieser Welt auseinandersetzen, wenn er ein Quereinsteiger ist. Sprich, einfach mal mitschaffen bei guten Betrieben, mal miterleben, was es heisst, so 16-Stunden-Tage oder mehr zu haben. Und dann hat es viel damit zu tun, manchmal ist jemand ein brillanter Koch oder ein guter Gastgeber im Service. Das reicht noch nicht für selber auch Unternehmer zu sein. Es hat andere Ansprüche. Es gibt gute Zusatzausbildungen von den verschiedenen Branchenanbietern, wo man auch lernt, kaufmännisch denken. Und ohne das wäre eine Selbstständigkeit einfach ein Sprung ins leere Loch. Also es braucht einen guten Partner im Bereich von Buchhaltung, von Treuhand, von der Finanzunterstützung. Es lohnt sich, gute Leute dazuzuziehen, die ihm Tipps geben können, ob bei Kunden. Und dann braucht es ein grosses Spektrum, dass man mal schaut, was gibt es schon auf der Welt oder wie möchte ich mich anders positionieren, was hat mein Kunde für ein Bedürfnis. Also es ist ganz ein breiter Wald und viele tun sich viel spontan in das Abenteuer beizu denken. Ja, so ein bisschen das Koch kann ich gerne haben, wenn ich Glück habe, hat es ein paar andere, was schmeckt. Das allein reicht heute nicht. Also wenn nichts wird, wird wird. Das funktioniert heute ganz sicher nicht mehr. Man muss schon ein gestandener Unternehmer sein, um wahrscheinlich dort auch erfolgreich zu sein. Du bist jetzt seit Anfang an von Jurymitglied von Best of Swiss Gastro. Siehst du bei den Betrieben, die du jurierst, so Maßnahmen, wo in die richtige Richtung gehen, dass sie erfolgreich überleben können? Also bei den Betrieben, die mitmachen, spürt man vor allem Leidenschaft. Also das ist ja eigentlich das Grosse und das Tolle noch von Best of Swiss Gastro, dass die Menschen begeistert wollen, zu den Besten zu gehören. Also zu den Best of Swiss. Und schon nur der Wille, dort dazuzugehören, ist ein guter Weg in die richtige Richtung. Nur bei sehr vielen Betrieben, die ich sehe und die ich anschaue, spüre ich, dass man sich zu wenig Gedanken macht mit der Unterscheidbarkeit. Ist das, was wir anbieten, wirklich best of? Oder ist es halt irgendwo so ein Standard, den andere auch bieten? Einfach zum Beispiel das Gericht, das auf jeder Karte findest, ist Cordon Bleu und Tartare, oder? Also mit Cordon Bleu und Tartare tut man sich wahrscheinlich heute nicht mehr differenzieren, weil jede andere Beiz hat das auch. Also entweder ist man einfach der Beste im Bereich Tartare und macht einen Haufen Varianten, oder ist der Beste im Bereich Cordon Bleu, aber so ein bisschen noch Fitness-Teller, den ich halt auch heute auch wieder x-mal gesehen habe, neben diesen Cordon Bleu Tartare, das allein hilft zur Differenzierung und zur Best-of nicht. Definitiv. Adrian, wenn du jetzt 5 Jahre vorausschauen könntest, kannst du uns eine Prognose geben, wo da die Schweizer Gastronomie stehen wird? Also wir sehen es in ganz vielen Welten, dass eigentlich so eine Differenzierung passiert. Es geht auf unterschiedliche Seiten los. Wir sehen bei den Grossverteilern, ich denke jetzt gerade an Migros, die mit ihren Cha-Cha-To-Go und solchen Sachen enorm spannende Konzepte, auch ein bisschen, die den Strassenmarkt behandelt. Ich sehe es bei Coop, mit Marché-Restaurants, natürlich auch eine ganz professionelle Gastro-Schiene-Fahrt. Und dann gibt es ein paar, die halt sich in dieser Nische als individueller Gastronom gut behaupten können. Und das in der Mitte wird durchgehen. Also es gibt die zwei wahrscheinlich Extreme, die wir werden erleben werden. Und entweder ist man wirklich der Grosse, der Volumen generiert, der den Nutzen hat von einem grossen Netzwerk, von einer zentralen Organisation, von vielleicht sogar einer Quersubventionierung von gewissen anderen Bereichen. Oder man ist in einem Nischenmarkt drin und kann es dank ihrer grossen Persönlichkeit, dank ihrem Enthusiasmus, ihrer Liebe zum Produkt oder auch dank vielleicht einem Standort und Netzwerk, das man hat, sein Klientel auf sich aufmerksam machen. Und alles, so dass alles 0815, dass alles Plätscher, Kleidermann, das in der Mitte wird durchgehen. Das ist so ein meine Prognose dazu. Aber die hat man vor 20 Jahren ähnlich abgegeben, wahrscheinlich. Und die Strukturbereinigung, wie man sie bekommen sollte oder sollte haben, hat nicht stattgefunden. Aber ich denke schon, es wird sich jetzt zuspitzen. Also, wir haben uns das Ganze notiert und wir werden sicher in 5 Jahren mit dir wieder da sitzen und überprüfen, ob diese Prognose eigentlich eingetreten ist. Adrian, ich danke dir vielmals für das gute Gespräch. Andreas, ich bedanke mich bei dir. Danke. Andreas, die Jury tagt in diesem Jahr zum 13. Mal. Welches ist die Qualität, oder was würdest du sagen, wie ist die Qualität in diesem Jahr, was die Bewerbungen anbelangt? Also die Qualität ist hervorragend. Wir haben von der Anzahl der teilnehmenden Betriebe die zweithöchste Anzahl seit Bestehen. Wir haben über 176 Betriebe, die sich beworben haben, wobei wir auch die Messlatte der Qualitätsansprüche immer höher legen. Wo liegt der Nutzen für die teilnehmenden Betriebe? Also der Nutzen für die Betriebe liegt ganz sicher darin, dass wir eine nachhaltige Plattform, eine Marketingplattform für sie aufbauen,
im Zusammenhang mit der Auszeichnung von Bester Swiss Gastro. Dass du das vielleicht noch mal kurz zusammenfasst. Welches ist die Idee hinter dem Bester Swiss Gastro? Also die Idee ist eigentlich relativ simpel. Betriebe in der Gastronomie hatten vor Bester Swiss Gastro nur in einem Segment eine Lobby. Sterne oder Michelin oder Gourmet-Betriebe haben Lobby über Guides und Führer gehabt, der ganze restliche Teil der Branche nicht. Und die Grundidee von Bester Swiss Gastro ist, wir zeigen dem Markt die gesamte Branche und geben den Segmenten auch eine Lobby über die Plattform, die heute eigentlich oder damals keine hatten. Haben auch kleinere Betriebe überhaupt eine Chance? Absolut. Weil wir haben das Ganze in Kategorien aufgebaut. Wir vergleichen Äpfel mit Äpfel. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Kategorie On the Move nehmen, viele kleine Betriebe im Takeaway oder im Foodtruck-Bereich, die sich von der Größe her nicht allzu groß unterscheiden. Und vielleicht auch da noch wichtig, um das ein bisschen aus der allgemeinen Meinung zu gehen, wir sind kein Wettbewerb, in dem man votet und so viel Stimmen erreichen muss, sondern eine gute Jurynote, eine gute Publikumsnote und eine Aktivität in der Anzahl der Stimmen entscheidet eigentlich über die Rangliste, bin ich ganz vorne mit dabei oder nicht. Ich habe es eingangs gesagt, die Jury tagt in diesem Jahr zum 13. Mal. Welche sind die nächsten Schritte? Kann ich eigentlich an meine Antwort anknüpfen. Wir bauen Bester Swiss Gastro weiterhin auf als Marketingplattform, um Gastronomie zu vermarkten und das Ganze mit dem klaren Nutzen, messbar und mit dem Mehrwert für die Betriebe. Und nach Möglichkeit alles automatisiert, dass wir den Marketingjob eigentlich für die Betriebe machen und mit ihren Gästen vernetzen. Danke, Andreas, fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit den nominierten Betrieben. Ein Projekt, das ebenfalls eine Würdigung verdient, ist ein Pop-up-Restaurant mit dem vielversprechenden Namen Taste Lab. Noch bis zum 5. Juni kann man sich im Gastroprovisorium vor dem ETH-Hauptsitz in Zürich auf eine wissenschaftliche Art und Weise bekochen lassen. Tief im Herzen Physikerin, draußen an der Front Köchin. So beschreibt sich Susanne Tobler, Hauptinitiatin des temporären Projekts TasteLab. Wenn die Physikerin in der Küche steht, dann wird nicht einfach nur gekocht. Nein, der Sache wird auf den Grund gegangen. Das Rezitieren von physikalischen Gesetzen und chemischen Formeln gehört hier zum guten Ton. Es ist nicht, dass ich Physikerin bin und auf einmal gefunden habe, ich koche jetzt oder umgekehrt, sondern wie ich denke und wenn ich an etwas angehe, ist immer sehr analytisch und sehr wissenschaftlich im Sinne von, ich möchte verstehen, was, wo, wie passiert. Wenn man das verbindet, entsteht das Projekt, das wir jetzt hier haben. Seit Mitte Mai können sich die Gäste in dem Gastroprovisorium verköstigen lassen. Das Pop-up-Restaurant bietet Platz für 120 Personen. Gekocht und zubereitet wird nach Art der Wissenschaft. So wie zum Beispiel dieses druckkaramellisierte Süßkartoffelpüree, das in einem Dampfkochtopf zubereitet wird. Dass man verstehen muss, dass ich in einem Dampfkochtopf höhere Wassertemperaturen erreichen kann, als ich es in einer normalen Pfanne tue. In einer normalen Pfanne erreiche ich nie mehr als 100 Grad. In einem Dampfkochtopf kann ich Wassertemperaturen von 120 Grad erreichen und so, ohne den Süßkartoffel zu verbrennen, den Zucker drin karamellisieren. Zucker karamellisiert bei 112 Grad. Es kann nicht schaden, wenn die physikalischen Gesetze hinter den einzelnen Kochprozessen geläufig sind. Dafür braucht es kein Physikstudium oder einen Doktorentitel. Denn mit der nötigen Portion physikalischem Fachwissen bieten sich ungeahnte Möglichkeiten. Küchengeräte können noch vielfältiger verwendet werden. Einerseits glaube ich, dass es Küchengeräte gibt, die viele Leute schon haben, die sie nur für etwas benutzen und die man viel vielfältiger einsetzen kann. Sei das eben ein Dampfkochtopf oder genau so ein Rahmbläser, der unglaubliche Möglichkeiten bietet. Gleichzeitig gibt es auch neuere Küchengeräte, wie zum Beispiel Sous-Vide-Kochen. Also neuer gibt es schon lange, aber viele Leute kennen es noch nicht. Die einem unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, speziell wenn es um Fleisch- und Fischzubereitungen geht. Diese Kalbshopf-Bäckli stehen ebenfalls auf der Karte von TasteLab. Sie haben ein 72-stündiges Marathon-Vakuumbad bei 62 Grad hinter sich. Wir möchten das Kollagen, das Muskeln zäh macht, in Gelatine umwandeln. Das macht Schmoren auch. Es passiert auch schneller, wenn man eine höhere Temperatur wählt. Gleichzeitig eben, wie gesagt, trocknet das Fleisch aus. Unsere Überlegung ist darum, wir kochen es bei einer viel tieferen Temperatur über eine längere Zeit. Also genau gleich möchten wir das Kollagen in Gelatine umwandeln, wir trocknen es einfach nicht aus. Und das gibt ein Resultat, das so zart ist wie ein Schmorbraten, aber so saftig wie ein Steak.
Ein Vakuumiergerät kommt übrigens auch beim Dessert zum Einsatz. Beim vakuuminfundierten Rhabarber bedient man sich bewusst eines physikalischen Gesetzes. Das Kammervakuumiergerät entzieht dem Rhabarber die Luft. Der Rhabarber zieht den Himbeersaft nach, nachdem das Vakuum wieder losgelassen wird. Also viele von den Anwendungsarten, die wir jetzt zeigen, sei das Sous-Vide, Langkochen, sei das Vakuum infundieren oder Druckkaramellisieren, das haben auch wir von anderen Leuten, die das bereits entwickelt haben, niedergeschrieben haben, gelernt. Wir kombinieren es hier neu und das Ziel des Anlasses ist, dass den Leuten zu zeigen und wirklich eine Prise Wissenschaft mit zu servieren. Das temporäre Projekt stößt auf große Begeisterung. Und das nicht nur bei den hellen Köpfen. Der diesjährige Jurytag geht langsam aber sicher am Ende zu. 175 Konzepte, die von den rund 40 Jurymitgliedern bewertet worden sind. Das Resultat dieser Auswertung erfahren wir spätestens an der nächsten Best of Swiss Gastro Award Night. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen miteinander.